Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir die Software Audacity vorstellen, mit der du ganz einfache Aufnahmen machen kannst, mit der du aber auch sehr gut mehrere Aufnahmen kombinieren und damit auch sowas wie Hörspiele erstellen kannst. Ich zeige dir nur ganz grundlegende Funktionen von Audacity. Die Software ist sehr mächtig und sehr umfangreich. Man kann damit professionell Audiobearbeitung machen. Hier geht es jetzt aber nicht um irgendwelche Details, sondern um ganz einfache Schritte zum Einstieg mit dem Programm. Wenn wir uns hier die Benutzeroberfläche von Audacity anschauen, dann sehen wir, dass es hier einen großen Bereich gibt, in dem später unsere Audioaufnahmen sichtbar sein werden in Form von Spuren. Dann gibt es hier oben die Hauptbedienelemente zum Abspielen, Aufnehmen, Vor- und Zurückspulen und so weiter. Und dann gibt es hier nochmal eine Sammlung von Werkzeugen, zu denen wir später kommen. Das erste, was ich jetzt hier mache, ist das Ganze zu speichern, und zwar das Projekt heißt das hier. Audacity erklärt mir auch kurz, was das bedeutet. Wenn ich jetzt nämlich speichere, ist das noch keine fertige Sounddatei, sondern eben eine Datei, die alle meine Bearbeitungsschritte und so weiter enthält, sodass ich also damit später weiterarbeiten könnte. Es ist wichtig, das gleich am Anfang zu machen, damit ich einfach zwischendurch keine Arbeit verliere, denn in der Regel stecke ich ja wirklich viel Zeit in so eine Bearbeitung. Da möchte ich nicht, dass irgendwas, wenn ein Absturz vorkommt oder irgendwas, verloren geht. Ich klicke also hier OK und speichere das Ganze. Bevor wir beginnen, müssen wir hier noch kurz auf diese Leiste schauen. Hier sieht man einerseits eine Auswahl der Soundkarten. In meinem Fall gibt es jetzt hier auf meinem Mac nur Core Audio, das heißt, das ist die eingebaute Soundkarte. Dann sieht man hier als nächstes die Auswahl von Mikrofonen. Das könnte bei dir, wenn das dein Laptop ist, vielleicht nur das integrierte sein. In meinem Fall gibt es jetzt hier mehrere angeschlossene Mikrofone. Ich möchte hier mit diesem aufnehmen. Und dann gibt es hier die Frage, ob Mono oder Stereo aufgenommen werden soll. Ich lasse das auf Stereo. Und das hier ist die Auswahl der Lautsprecher sozusagen. Also hier könnte man auch wieder nur integriert haben, wenn man gar keine Lautsprecher angeschlossen hat. Oder hier taucht jedes andere Soundgerät auf. Also man sieht zum Beispiel auch das Mikrofon. Das taugt natürlich als Lautsprecher nicht. Ich wähle jetzt hier mal meinen externen Lautsprecher aus. Wenn wir das jetzt alles eingestellt haben, dann sind wir bereit für die erste Aufnahme. Die geht einfach hier mit dem Knopf aufnehmen. Und wenn man hier mit der Maus drüber fährt, sieht man schon, dass dann so ein kleiner Tooltip aufgeht, der kurz erklärt, was die Funktion tut. Und in Klammern steht ein Tastaturkürzel. Also in dem Fall könnte ich eine Aufnahme auch starten, indem ich einfach die Taste R drücke. Ich werde jetzt eine ganz kurze Geschichte vorlesen, die ich mal für den Englischunterricht geschrieben habe. Und dann werden wir an dieser kurzen Geschichte schauen, wie man sowas nachvertonen kann mit weiteren Soundeffekten und so weiter. He was cornered. The enemy was hiding and this thing still around somewhere. He had no choice. He gripped his gun and started running. He shot a few, but the screen turned red. It hadn't worked. He shut down and went to bed. Something clutched his throat. Here it was. Something clutched his throat. Here it was. Jetzt habe ich das also aufgesprochen und jetzt kann ich hier auf die Stopptaste drücken, um die Aufnahme zu beenden. Hätte ich die Aufnahme unterbrechen wollen, um danach weiterzumachen, hätte ich Pause drücken können. Nun sehe ich jetzt also hier, was ich aufgenommen habe. Ich kann mit meinem Trackpad hier nach rechts und links durchscrollen oder das Scrollen, indem ich hier die Leiste verwende. Wenn ich die ganze Aufnahme sehen möchte, kann ich hier diesen Button verwenden, Projekt an Breite anpassen. Dann wird die ganze Spur so gekürzt, dass sie in das Fenster passt. Für längere Projekte ist das nicht so sinnvoll, weil das dann alles sehr zusammengequetscht ist. In meinem Fall für die grobe Bearbeitung reicht das jetzt aber schon mal. Jetzt sehen wir also hier, dass ich am Anfang ein bisschen Platz gelassen habe. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu starten. Das möchte ich jetzt rauslöschen. Und hier zwischendrin habe ich mich versprochen und habe dann eine Stelle nochmal gemacht. Da möchte ich jetzt also die Versprecherstelle rausschneiden und anschließend das Ganze zusammenziehen. Fangen wir also mal an. Das Grundwerkzeug ist hier dieser Stern. Das nennt sich Mehrfachwerkzeug. Das passt sich also jeweils an, was jeweils gebraucht wird sozusagen und was funktioniert in vielen Fällen ganz gut. Wenn ich jetzt Material auswählen möchte, dann muss ich darauf achten, dass der Cursor eben entsprechend aussieht. Man sieht jetzt hier, dieses senkrechte Cursorstrichchen ist zum Auswählen. Wenn ich jetzt hier auf die Spur tippe, halte und die Maus bewege, dann kann ich hier einen Bereich auswählen. Und wenn ich die Entfernen-Taste drücke, wird das einfach gelöscht.
Wenn ich jetzt weitere Dinge tue und hier drüber fahre mit der Maus, dann sieht man, dass der Cursor sich verändert. Also hier oben zum Beispiel bekomme ich diese Hand. Wenn ich jetzt klicke, halte und bewege, kann ich die Aufnahme auf der Spur verschieben. Und zu anderen Dingen, wie jetzt zum Beispiel diesen Doppelpfeilchen, kommen wir gleich noch. Das ist also die Eigenschaft des Universalwerkzeugs, dass es sich je nach Mausposition eine andere Funktion gibt. Gucken wir mal, wie das jetzt also aussieht. Ich möchte jetzt mal abspielen. Das tue ich, indem ich einfach hier oben auf diese Zeitleiste klicke und dann fängt die Aufnahme schon an, abgespielt zu werden. It hadn't worked. He shut down and went to bed. So, da war ich jetzt also. Ich muss mal gucken, wo ich mich jetzt also versprochen habe. Ich habe hier dann beim Versprecher einmal kurz ins Mikro geschnippt, sodass hier eine kurze, laute Stelle erscheint. Das mache ich immer so, um dann zu merken, dass ich an dieser Stelle schneiden muss, weil ich da einen Versprecher korrigiert habe. Something clutched his throat. Also muss ich mal gucken, wo das war hier vorne. Something clutched his throat. Hier habe ich mich bei Throat versprochen. Jetzt möchte ich also diesen Teil von hier bis hier rausschneiden. Und dementsprechend gehe ich jetzt wieder hier mit dem Auswahlwerkzeug dran, markiere das bis hierher, drücke wieder die Entfernen-Taste und dann ist dieser Teil einfach rausgeschnitten worden. Wir können wieder prüfen, ob das jetzt passt. He shut down and went to bed. Something clutched his throat. Here it was. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich hier doch noch ein bisschen mehr Pause haben möchte. Ich habe hier also etwas zu viel gelöscht. Dann klicke ich hier mit dem Auswahlwerkzeug einmal, um den Abspielkopf hier genau an diese Stelle zu setzen. Und dann kann ich hier auf Bearbeiten, Clipgrenzen und Trennen oder einfach hier Command-I, auf dem Windows-Computer wahrscheinlich Steuerung-I. Und dann trenne ich hier und jetzt sehe ich, dass da zwei Teile draus geworden sind. Und jetzt kann ich wieder hier oben auf den oberen Bereich, bis die Hand erscheint, und das Ganze etwas nach rechts ziehen, um hier einfach eine längere Pause einzufügen. Wir hören nochmal rein. He shut down and went to bed. Something clutched his throat. Hear it. Nochmal ein bisschen mehr. So, so lassen wir es jetzt mal. Nun möchte ich das Ganze noch mit etwas Hintergrundgeräusch anreichern. Dazu habe ich mir von einer Webseite, die kostenlose Audios unter freien Lizenzen anbietet, schon verschiedene Dateien runtergeladen und die kann ich jetzt hier einbinden. Ich gehe auf Datei, importieren, Audio und habe jetzt hier verschiedene Dateien. Jetzt nehme ich mal hier Sea of Doom, das habe ich mir vorher angehört, dass das passt. Und jetzt sehe ich, dass das hier importiert wurde, immer zwei Spuren, weil es sich um Stereo-Dateien handelt. Und jetzt kann ich mal reinhören, wie die klingen. Ich klicke also einfach wieder hier oben drauf und dann spielt das ab. Thing still around somewhere. He had no choice. He gripped his gun and started running. He shot a few, but the screen turned red. It hadn't worked. Okay, also jetzt sehe ich natürlich zum Ersten, dass das hier viel zu lang ist. Ich brauche gar nicht so viel, also markiere ich wieder ab hier nach hinten und drücke Entfernen. Dann wird das kürzer und dann passen wir das Ganze wieder an die Breite an, sodass wir da besser arbeiten können. Und jetzt möchte ich ja an der einen Stelle, wo in der Geschichte die Handlung vom Computerspiel ins reale Leben wechselt, da soll dann diese Hintergrundgeräusche auf einmal aufhören. Das müsste also ungefähr hier sein. Okay, das heißt, ich setze jetzt hier wieder meinen Cursor hin und markiere wieder diesen Teil, denn den brauche ich nicht. Und jetzt hören wir nochmal rein. So, also das hört jetzt hier sehr abrupt auf, aber in diesem Fall ist das gar nicht schlecht, denn ich möchte ja, dass das so ganz schnell von dieser Geschichte in das Reale wechselt. Okay, jetzt brauche ich noch eine zweite Datei, die ich da gern hätte. Wieder Datei importieren, Audio. Gunfire and Voices. Die ist jetzt sehr viel kürzer. Hören wir da mal kurz rein. Okay, und wir merken, die ist viel zu laut. Eine Möglichkeit ist, die ganze Spur hier leiser zu stellen. Das möchte ich jetzt allerdings nicht machen. Ich möchte euch ein anderes Werkzeug zeigen, was sehr nützlich ist. Das sogenannte Hüllkurvenwerkzeug.
Man sieht das hier oben einerseits, oder wenn wir jetzt hier das Mehrfachwerkzeug haben, erscheint die Hüllkurve automatisch, wenn wir hier den Cursor an diese Grenze bewegen oder auch hier an diese Grenze. Das Hüllkurvenwerkzeug ist einfach eine Möglichkeit, die Soundkurve direkt zu bearbeiten. Ich klicke jetzt also hier und wenn ich nach unten ziehe, dann wird der Sound insgesamt leiser. Das sieht man an den kleineren Ausschlägen. Oder ich könnte ihn auch lauter machen, indem ich jetzt hier diese Punkte packe und das Ganze nach oben ziehe, dann würde es lauter werden. Ich möchte es aber jetzt leiser haben und dementsprechend ziehe ich es ein bisschen zusammen. Ich könnte es auch ganz stumm schalten, indem ich es komplett zusammenziehe, aber das ist ja jetzt hier nicht so sinnvoll. Und jetzt hören wir nochmal rein. Und jetzt ziehen wir es mal an eine bestimmte Stelle, wo das hier losgeht. Und es ist natürlich zu kurz. Das heißt, ich würde jetzt einmal das Ganze noch markieren und es kopieren und dann einfügen, sodass es zweimal hintereinander kommt. Vielleicht sogar ein drittes Mal noch einfügen. Eine letzte Sache, die mit dem Hüllkurvenwerkzeug noch ganz gut ist, ist, dass wir Spuren auch ein- und ausblenden können. Wenn ich jetzt also möchte, dass das Ganze hier etwas langsam reinkommt und dann nicht auf einmal losgeht, habe ich jetzt hier diese Hüllkurvenpunkte und kann hier vorne jetzt einen weiteren Hüllkurvenpunkt setzen und nach unten ziehen und dann sieht man, dass das hier so langsam reinfadet und jetzt wird das Ganze also langsam lauter. Wenn man das am Ende einer Spur macht, kann man sie auch so langsam ausblenden. Zwei interessante Funktionen, die es noch gibt, die man immer wieder brauchen kann, sind hier vorne verortet. Zum einen gibt es hier diesen Mute-Button. Damit kann ich eine Spur stumm schalten, zum Beispiel, weil ich mal nur die anderen beiden oder irgendeine andere hören möchte, während ich was teste. Und der zweite ist der Solo-Button. Damit aktiviere ich nur diese Spur und stelle alle anderen stumm, zum Beispiel, weil ich mir jetzt ein Detail dieser Spur anhören möchte. Das ist also immer mal wieder ganz nützlich, vor allem, wenn man da verschiedene Spuren zusammen mischt. Wir erinnern uns, am Anfang haben wir eine Projektdatei gespeichert, das ist sozusagen die Arbeitsdatei von Audacity. Die kann ich nicht weitergeben, weil die ist nur in Audacity zu öffnen und enthält außerdem all diese Spuren und alles. Das möchten meine Zuhörer ja in der Regel nicht, sondern jetzt muss ich eine Datei erzeugen, die aus all dem, was ich jetzt hier gemacht habe, eine abspielbare Audiodatei erzeugt. Und das mache ich über Datei, exportieren und dann in aller Regel MP3. Das ist das universellste Format. Da klicke ich jetzt also drauf. Eventuell, wenn ich das zum ersten Mal mache, werde ich aufgefordert, nochmal einen sogenannten Encoder zu installieren. Das kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Gerät man arbeitet und ob da sowas schon vorinstalliert ist oder nicht. Falls also diese Aufforderung kommt, sollte man sich nicht wundern. Dann gibt es in der Regel eine kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ich lasse jetzt hier einfach mal alles stehen und sage sichern. Jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, verschiedene Metadaten einzugeben. Das sind also diese Daten, die zum Beispiel erscheinen, wenn man diese Datei jetzt auf einem Handy in einem Player abspielt, damit zum Beispiel solche Sachen wie Titel und Künstler und so weiter erscheinen. Das brauchen wir jetzt hier nicht, sondern ich klicke einfach OK. Und jetzt wird das Ganze als MP3-Datei geschrieben. Und diese MP3-Datei kann ich dann also jetzt weitergeben und habe damit mein Hörspiel auf ganz vielen Geräten abspielbar. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg bei deinen Projekten.